Jetzt sind wir hier bei Porsche am Stand und sehen den neuen Porsche Cayenne. Und jetzt treffen wir auch gleich den dafür verantwortlichen Projektleiter für die gesamte SUV-Baureihe bei Porsche. Das ist Oliver Laqua. Eine besondere Vorstellung erleben wir heute oder in diesem Jahr auf der IAA, und zwar der neue Porsche Cayenne ist endlich da. Und da habe ich den Verantwortlichen bei mir, der uns genau erklären kann, was denn so besonders und so neu ist am Porsche Cayenne. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Oliver Laqua, bin der Projektleiter Gesamtfahrzeug der Baureihe SUV und mitverantwortlich für das schöne Fahrzeug der neuen Cayenne. Herr Laqua, es ist ein wunderschönes Auto, wir haben es uns schon angeguckt, auch sehr gut präsentiert, natürlich auch alle anderen Modelle. Aber was ist denn das Besondere an dem neuen Cayenne? Ja, das ist relativ schwierig zu beantworten, die Frage, weil der neue Cayenne ist wirklich eine komplette Neuentwicklung. Das heißt, in diesem Fahrzeug finden wir keine Teile vom Vorgängerfahrzeug. Deswegen können wir uns mal auf ein paar Punkte vielleicht konzentrieren, was an dem Fahrzeug neu ist. Fangen wir mit dem Design an, das haben Sie sicher schon angesehen. Beim Design fällt auf, dass das Auto nochmal deutlich markanter und sportlich ist. Wir haben alle Außenhautteile eben auch neu gestaltet. Das Fahrzeug ist etwas flacher, das Fahrzeug ist um 20-25 mm breiter, es ist etwas gestreckter um knapp 6 cm und dadurch kriegen wir nochmal eine sportlichere Erscheinung, etwas sportlicher, aktiver und dynamischer. Mir ist auch aufgefallen, dass das Fahrzeug etwas runder geworden ist, oder empfindet man das bloß so? Kann ich nicht ganz nachvollziehen, also wirklich runter ist er nicht geworden. Er ist aerodynamisch optimiert, vielleicht haben Sie das wirklich auch optisch wahrgenommen. Wir haben den CW-Wert weiter optimiert an dem Fahrzeug und wir haben die Dachlinie weiter abfallen. Wir haben ca. 10 mm aus dem Dach genommen. Das ist vielleicht etwas, was Sie wahrnehmen, dass die Dachlinie stärker abfällt. Das ist genau der Punkt, was mir aufgefallen ist. Was natürlich auch total auffällt, sind die Bremsscheiben. Sind das Spiegel? Ja, sie spiegeln wirklich stärker, also es ist die sogenannte Porsche Surface Coated Brake, die PSCB, ist eine Neuentwicklung bei uns im Hause, wird mit dem Cayenne Turbo serienmäßig vor Kunde gehen. Das ist eine Graugussbremse, die mit einer Wolfram-Karbid-Schicht versiegelt und optimiert ist, und dadurch haben wir größere Bremswirkung bei gleichzeitig weniger Verschleiß und damit auch weniger Bremsstaub auf der Scheibe. Also es ist eine cleanere Scheibe und diese Wolfram-Karbid-Schicht hat auch diesen Spiegeleffekt. Und es sieht wirklich absolut top aus. Das Fahrzeug so grundsätzlich, was hat sich noch getan in der Motorentechnik? Ja, auch die Motoren, wie gesagt, alles neu in diesem Fahrzeug. Die Motoren sind komplette Neuentwicklungen. Wir haben ausschließlich Turbomotoren im Einsatz. Wir präsentieren hier auf der IAA die ersten 3 Fahrzeuge, die wir vor Kunde bringen. Das sind alles 3 Ottomotoren. Ein Einstiegsmodell der Basis mit einer Leistungssteigerung, hatte ehemals 300 PS, im Vorgänger haben wir jetzt 340 PS mit einer deutlichen Fahrleistungssteigerung. An dem Beispiel vielleicht gerade gesagt, von 0 auf 100 jetzt in 5,9 Sekunden, da sind wir 1,7 Sekunden schneller als das Vorgängerfahrzeug des Cayenne. Das ist ein Basismodell, 5,9. Das steigert sich weiter beim Cayenne S, da haben wir jetzt 440 PS, 4,9 Sekunden von 0 auf 100 jeweils mit dem optimalen Sport-Chrono-Paket, und es steigert sich bei einem Turbo dann bis hin zu 3,9 Sekunden 0 auf 100. Also so ein kleines bisschen auch der 911er, wie das ja auch immer so beschrieben wird, ist auch so ein kleines bisschen das Vorbild, oder? Ja, 911er, hier nicht nur Vorbild, sondern auch viel Technik übertragen. Zum einen erwähnenswert unsere neue Hinterachslenkung, die wir auch mit dem 911er schon präsentiert haben, auch jetzt verfügbar im Cayenne, trägt natürlich auch zu der entsprechenden Agilität des Fahrzeugs bei. Oder wenn wir beim Fahrwerk bleiben, wir haben jetzt im Cayenne durchgehend bei allen Modellen eine Mischbereifung, Hang-on-Allradsystem, womit wir das Fahrzeug auch deutlich hecklastiger auslegen können und mit der Mischbereifung zum Beispiel auch eine kürzere Lenkübersetzung fahren können. Das heißt, das Auto ist richtig agil an der Lenkung, lenkt sehr direkt ein. Das sind viele Themen, die wir aus dem 911er in dieses Fahrzeug übertragen konnten. Da können wir wirklich auf jeden Fall gespannt sein. Eine Frage hätte ich noch an Sie. Wird es einen Diesel geben? Es wird einen Diesel geben. Wir treten jetzt mit diesen 3 Modellen an. Es wird im nächsten Jahr ein weiteres Feuerwerk geben. Sie kennen die Motorderivate, die wir heute im vorhergegangenen Cayenne angeboten haben. Das war eine sehr große Antriebsbreite. Und diese Antriebsbreite werden wir sogar noch etwas steigern. Es wird für jeden Kunden etwas dabei sein. Zum genauen Einsatztermin der folgenden Derivate kann ich heute noch nichts sagen. Ein ganz, ganz tolles Auto, wie wir gehört haben, und vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, gern geschehen. Viel Freude hier noch auf der Messe und wenn möglich dann im Cayenne. Das werden wir haben.